ist Ronja und ihr wolltet unbedingt alle meinen Freund sehen. Ich weiß nicht, warum euch das interessiert, aber ich habe unendlich viele Nachrichten gekriegt von wegen: Hey, kann dein Freund sich mal zeigen? Hey, ich würde gerne wissen, wie dein Freund aussieht. Hey, blablabla, irgendwas ähnliches. Gefühlt ist das das Einzige, was in den ganzen Kommentaren steht ab und zu, und deswegen würde ich sagen, ist heute der Moment gekommen. Ich habe ihn gefragt, upsala, ich habe ihn gefragt, ob es ihm was ausmachen würde. Und früher hat er sich immer ein bisschen angestellt. Ich habe ja, wie ich mal erzählt habe, in diesem Video hier, was ich euch hier verlinke, habe ich ja mal gestreamt. Und da war das auch schon so, dass Leute gefragt haben, wie mein Freund aussieht und ob der sich mal zeigen kann. Und da war er immer so, nee, ich würde ungern vor die Kamera, bla bla bla, ich mag nicht. Aber keine Sorge, für euch hat er sich bereit erklärt, sich 1-2 Minuten mit mir hinzusetzen. Und genau, dann könnt ihr euch ein besseres Bild davon machen, könnt wissen, wie er aussieht. Und ja, herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. So, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen übrigens, dass wir jetzt das neue Einhorn-Design im Shop haben. Das ist wirklich wunderschön geworden. Das heißt, falls ihr an Merch interessiert seid und euch gedacht habt, ich mag Merch, aber ich mag den mit dem Print nicht, den ich bislang ausschließlich hatte. Jetzt habe ich 2 Designs, das heißt, es ist wahrscheinlich für jeden was dabei. Also, falls ihr interessiert seid, auf www.richtigronja.com oder nochmal den Link in der Beschreibung, könnt ihr euch das anschauen. Und genau, mein Freund und ich sind mittlerweile jetzt 2,5 Jahre zusammen ungefähr und wohnen seit ungefähr einem halben Jahr mittlerweile in dieser Wohnung hier. Ich weiß, wunderschön. Und genau, deswegen würde ich mal sagen, er ist ja ein relativ großer Teil meines Privatlebens. Und ich möchte natürlich alles mit euch teilen. Ich hole mir auch bald mein Kätzchen ab. Das heißt, falls ihr da Interesse habt, dass ich einen Vlog mache oder irgendwas, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das auch machen, falls ihr da Fans von wärt. Weil ich glaube, das ist bestimmt auch ganz interessant. Und ja, ich würde sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum, oder? Hallo. Bist du müde? Ja. Komm her. Hallo. Das hier ist mein Freund. Soll ich mich aufs Bett setzen, damit man mich sehen kann? Dann hört man dich aber nicht im Mikrofon. Wollen wir deinen Stuhl holen? Ach, ja. Du kannst auch in meinen Stuhl. Ich bin kleiner als du. Das hier ist mein Freund. Heißt hey. Oliver. Wie alt bist du, Oliver? 22. Hast du gerade nachgedacht, wie alt du bist? Ja. Wirklich? Kurz. Oliver wurde im Januar 22. Das braucht man nicht oft. Ja, braucht man nicht oft. Nee, ich habe letztens, wurde ich auch gefragt. Daddy hat mich gefragt, wie alt ich bin heute. Ohne Kontext. Damit mir sowas nicht passiert. Damit mir sowas nicht passiert. Ich wurde von einem Freund heute gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und jetzt werde ich niemals in der Situation sein, dass ich sage, ich weiß es nicht. Wie ihr seht, ist er ordentlicher angezogen als ich, weil er nicht in Jogginghose. Doch, du hast sogar Jogginghose an. Okay, dann ist es vielleicht. Okay, wir haben Jogginghose. Und den wunderbaren Physikkurspulli. Und den wunderbaren Physikkurspulli. Aus der Schule. Ist das nicht schön? Ist es nicht eine Freude? Der kleine Olli spielt Dota. Wir sollen mal. Nein, wir waren zusammen in der Schule, aber wir hatten keinen Unterricht zusammen, weil er in einem Jahrgang über mir war. Ist das korrekt? Ja. Mein Freund ist deutlich größer als ich übrigens. Also ich bin ja nur 1,70. Mich haben Leute gefragt, wie groß ich bin, obwohl ich es schon 5-mal gesagt habe. Ich bin 1,70 groß. Er ist, wie groß bist du? Also ich habe mich ewig nicht mehr gemessen und beim letzten Mal, als ich meinen Ausweis machen musste, habe ich 1,95 geraten. Deswegen ist 1,95? Accurate, ungefähr. Also es ist verrückt. Ich komme nirgendwo ran in unserer Wohnung, aber er schon, und dann ist es immer sehr obnoxious. Weil sich alle über mich lustig machen, weil ich so klein bin. Nicht okay. Aber ich habe mir einen Stuhl für große Menschen gekauft. Das stimmt. Der ist ein bisschen zu groß für mich, muss ich sagen. Wenn ich den auf eine normale Stufe für mich stelle, komme ich mit den Füßen nicht auf den Boden. Aber dafür kann ich so mit den Füßen in der Luft schauen. Wie ist das für dich? Ist zu komisch? Ja, ist eigentlich alleine. Ja? Ja. Ich mache meine aber trotzdem lieber. Ja, aber bei seinem Stuhl, ohne Witz, also, bei seinem Stuhl löst sich die untere Plattform ab. Also die, stimmt das auch? Die, wo er drauf sitzt. Der Teil, jetzt kann sich wieder hinsetzen. Der Teil löst sich auf und das ist überall so kleine schwarze Fitzerchen im Wohnzimmer. Das ist grauenhaft. Nicht wahr? Jo. Schrecklich. Schrecklich.
Ich habe den Leuten schon erzählt, dass wir uns ein Kätzchen holen. Bis jetzt hat sich niemand dafür interessiert. Aber was ist deine Meinung dazu? Ich habe ihn gestern bis wann? 2 Uhr nachts wach gehalten, weil ich ihm irgendwelche Sachen über das mit, ich weiß nicht, ob ihr die Rasse kennt, das ist eine Bengalkatze. Das sind so, die aussehen wie kleine Jaguare. Und dann habe ich ihm die Eigenheiten von der Rasse vorgelesen. Und irgendwann mal so, ja, ist jetzt 1:30, ist okay, du kannst ruhig weiter vorlesen, ich gehe morgen nicht in die Uni. Aber was denn jetzt, habe ich dich überzeugen können? Würdest du sagen, das ist die beste Katzenrasse und du freust dich überaus? Ja, aber ich finde Mischlingskatzen immer noch besser, weil die nicht so teuer sind. Ja, aber ist ja nicht dein Geld, ist ja mein Geld. Okay, dann ist es mir egal. So, es ist ihm egal. Das ist die Meinung, das ist das offizielle Statement zur Katze, die wir uns holen. Ja, ist mir egal. Wir haben solange ich nichts machen muss, Leute, doch, es haben sich Leute dafür interessiert. Ja. Ein paar Leute haben gefragt, ob ich schon einen Namen habe. Ich habe schon einen Namen, ich will sie Buki nennen. Er ist kein Fan, er will sie Katze oder Kröt nennen. Kröt ist ein guter Name. Kröt ist kein guter Name. Wo ist denn Kröt ein guter Name für eine Katze? Ich weiß nicht, falls du Leuten, die taub oder stumm sind, sagen, es wäre heiß. Dann kannst du einfach sagen, es ist Kröte ohne E. Und wie machst du das? Wie zeigst du tauben oder stummen Leuten, das ist Kröte ohne E? Du zeigst Kröt und dann ohne und dann machst du das E. Wo ist das ein E? Wie sieht das aus wie ein E? Du machst so. Du machst so? Du machst, okay, Kröte, das ist universelle Zeichen für Kröte. Ohne E? Ja. Das würden Leute erkennen? Ja. Eindeutig. Soll ich unter die Hilfe das Video machen und das dann quasi als Gebärdensprache übersetzen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Das wäre witzig, oder? Das wäre ein Brille. Würdest du lachen? Sehr. Warum hasst du mich so? Damit muss ich dealen, Tag für Tag. Da kommt nie positive Rückmeldung oder irgendwas. Es ist einfach nur passiv-aggressiver Hass. Den ganzen Tag. Tag ein, Tag aus. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Es haben auch Leute gefragt, ob das dein Grafiktablet ist, was man dann nicht mehr sieht auf der rechten Seite, was man aber mal gesehen hat. Ich kann nicht malen. Er kann nicht malen, das ist meins. Ich kann viel besser malen als er. Hier ist das offizielle Statement. Ja. Hast du mal versucht zu malen? So halb. Was mit deiner Künstlerkarriere passiert? Das lief nicht gut. Er hat in Kunst immer schlechte Noten und hat mich geweigert zu malen. Ich auch, aber das lag daran, dass meine Kunstlehrerin mich nicht mochte. Also, ich würde sagen, meine Kunstlehrerin mochte mich nicht, weil ich mich geweigert habe zu malen. Meine mochte mich nicht, weil ich sie irgendwann mal beleidigt habe, ohne zu wissen, dass sie da war. Und dann bin ich als Kind, anstatt mich zu entschuldigen, bin ich schnell weggerannt. Natürlich. Reasonable. Und dann habe ich danach nur noch 4 gekriegt. Ja, gut. Davor hatte ich nur 1er. Meine Bilder sahen top-notch aus. Ich habe dann später die Kunstbilder von meinem kleinen Bruder gemalt. Nur 1er. Die hat mich gehasst. Die ist dann aber rausgeflogen irgendwann aus der Schule. Lucky. Ja, was willst du machen? Die war auch hässlich. Also, ich hatte einen Punkt. Na dann. Hä? Also, ich hab ja nur gesagt, sie ist hässlich. Sehr. Sehr. In einer nicht so netten Formulierungsweise. Oh. Ja, es war ein Lucky. Aber deswegen hatte ich schlechte Noten in Kunst. Ich hatte einfach so schlechte Noten, dass ich zeichnen konnte und keine Lust hatte zu zeichnen. Müssen wir lieber Musik behalten? Habe ich, ja. Aber nein, du hast entweder Kunst oder Musik. Ja, ich hatte Musik. Ich dachte, du hast Kunst. Ja, du hast. Vorher hast du immer Kunst. Oder hattest du nur Kunst bis zur 7. Klasse? Ja. Hast du es danach abgewählt? Ja, so schnell es ging. Crazy, Olli. Musik musste man wegen Kunst mal abgewählt, hat er. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Irgendwelche Lebensweisheiten, die du den Leuten mitgeben möchtest? Mit deinen alten 22 Jahren kannst mit du vielleicht ein paar Weisheiten von dir geben. Ich bin nur 20 übrigens. Habe ich das schon gesagt? Ich hab noch nicht so viel Lebensweisheit wie er. Sehr wenig Lebensweisheit. Das stimmt jetzt auch nicht. Nur weniger. Prozentual ein bisschen weniger. Aber nicht viel. Nee, ich hab nichts mehr zu sagen. Warum? Er redet nicht so viel. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Er ist nicht so der Reder. Er hört auch nicht so gern zu, wenn ich rede. Er sagt dann oft Sachen wie: Bleibst du noch lange im Zimmer? Ich bin gerade in einem Match, Ronja. Mach dein passiv-aggressiv wieder sein Headset hoch, damit es gemutet ist.
Ich mach das hoch, damit ich niemanden belästige. Weil anständige Menschen muten sich, wenn Leute bei ihnen reinkommen. Guck, da kannst du eine Lebensweisheit mitgeben, direkt an der Quelle. Man mutet sich, wenn Leute in sein Zimmer reinkommen. Immer, damit man den Leuten nicht auf die Nerven geht. Das machen viele nicht. Aber das sollte man eigentlich nicht. Ich finde das nicht schlimm. Mich stört es auch nicht, wenn sich andere Leute nicht muten. Ja, du bist doch einfach ein Unmensch. Warum bin ich denn Unmensch? Das ist einfach, das macht man einfach nicht. Man mutet sich. Ja, nur du. Ich kenne niemanden, der sich mutet. Der Olli? Doch, der Olli. Stimmt, der Olli mutet sich. Ich kenne niemanden. Ja, der Olli. Der Mike ist anderer. Auch. Ja, stimmt, der Mike auch. Ja. Ich kenne niemanden. Der Benni auch. Stimmt, ja, aber... Vorsicht! Niemand macht das. Vorsicht! Aber der Marcel auch. Ja, mit dem Marcel mache ich nicht viel. Okay. Aber der Marvin auch. Der Marvin macht. Der Marvin auch, ja, das stimmt. Das war verdammt. Keiner macht. Eigentlich macht es nur Jens nicht, oder? Ja, und Kurama. Und Kurama. Kurama mache ich auch nicht viel. Ich mach's und, nicht. Ja, du musst auch nicht. Deswegen machen es viele Leute nicht, weil ich es nicht mache. Das ist immer wichtig, dass man solche Schlussfolgerungen zieht. Ja. Was, wie stehst du dazu, wenn wir dir deine Haare blondieren und dann so grau machen? Nein. Wäre das nicht schön? Das klingt nach viel Arbeit. Ich mach das. Ja, aber ich muss ja dabei sein. Das dauert nicht. Ich bin kein Typ. Wenn wir wetten würden, würdest du die Wette verlieren? Ich habe erst zweimal die Wette verloren, Freundchen. Wenn wir wetten würden, würdest du sagen, du würdest dir die Haare von mir grau färben lassen? Was wäre denn mein Vorteil der Wette? Du könntest dir auch irgendwas überlegen. Das müsste aber schon was Großes sein. Na, das ist ja, das sind ein paar Stunden. Kannst ein paar Stunden? Ein paar Stunden, ja, okay. Ja, Entschuldigung, ist es zu viel verlangt, ein paar Stunden mit seiner Freundin zu verbringen? Hä? Wir können ja auch immer noch Donner Wort zu Ende spielen. Ich bringe dem Kätzchen bei, dass es dich angreift, wenn ich klicke. Ja, aber schade, dass das Kätzchen mehr auf mich hört. Ich klicke und das Kätzchen fällt dich an mit seinen großen Pranken. Es ist tot. Ich tot. Ist tot, ist ein aggressives Kätzchen. Trainiere ich so. Nee, ich trainiere das so, das ist... Wenn es eingeschläfert hat. Nein, das ist mein Kätzchen. Freundchen, das können wir gerne. Ich hab nicht gedacht, dass du dich auch bewegst. Uiuiui. Okay. Nee, doch noch vor will ich nicht fertig spielen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, schade. So, die Wette verloren. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. So, voll das Du hast sogar die Wette doppelt verloren. Wir haben nicht nochmal gewettet. Ja, warte. Das ist ein doofes Spiel. Falls irgendjemand von euch Dawn of War spielt, was tut ihr mit eurem Leben? Das ist ein doofes Spiel. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Das ist voll langweilig. Da hat man null Lebensfreude. Im Gegensatz zum Sims 2 DLC Lebensfreude. Da hat man sehr viel davon. War Sims 2 oder 3? Ich weiß es gar nicht, wo es Lebensfreude gab. Ich hatte beide Teile. Ich hatte alle DLCs für Sims 2 und Sims 3, aber Sims 4 fand ich doof. Was sagst du? Irgendwie habe ich. Was war dein Lieblings-DLC? Mein Lieblings-DLC war Dark Crusade von Dawn of War. Das war ein gutes DLC. Es hat. Hat zwei Rassen reingebracht und so eine schöne Campaign, da hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon drauf, wenn du Slime Rancher auf dem Channel spielst. Was? Ist umsonst. Das stimmt, ich habe sogar runtergeladen. Irgendjemand hat sogar. Und nicht... Laser League. Ich freue mich schon auf Laser League. Ja, Laser League. Juhu. Okay, kurzer Disclaimer. Er und zwei von seinen Freunden. Spielen ein Spiel, was Laser League heißt. Die Playerbase ist absolut tot. Wenn die abqueuen, kommen sie nur gegen Bots. Und wenn da Spieler kommen, dann quitten die relativ schnell. Und sie meinen, das ist eine sehr frustrierende Erfahrung. Deswegen haben sie gesagt, ich soll ein bisschen Laser League pushen, damit ihr alle anfangt, Laser League zu spielen. Deswegen hier der offizielle Aufruf. Holt euch Laser League, spielt das Spiel. Schafft eine Playerbase. Da sind keine Russen, ja? Da ist keine Normalerweise sind... Keine dreckigen Russen, ich hasse die! Nein, aber was ich sagen wollte, ist, viele beschweren sich ja bei Spielen, dass die eine toxic Playerbase haben. Das ist nicht der Fall bei... Auf keinen Fall. Bei Laser League, die haben nämlich einfach keine... Die haben die drei... Hoppala! Let's go. Ist nicht schlimm. Monitor ist nur gerade ausgegangen. Passiert.
Ist das eigentlich letztens schon mal passiert, als ich CS gespielt habe. Aber falls irgendjemand von euch Laser League spielt, dann schreibt das mal in die Kommentare und dann könnt ihr mal gegen die spielen. Das wäre lustig, ja? Ich spiele auch manchmal Laser League. Manchmal. Selten. Vielleicht tue ich es öfter. Vielleicht mal. Wenn es eine Playerbase gibt. In dem Video mit dem Chaos Flow und dem Tops. Ich glaube, die wollen das nicht. Doch, doch. Das ist Hype. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie das wollen. Hype. Die sind Hype. Die können es kaum erwarten. Das ist wie wenn Leute schreiben, so, ja, sag mal Flo, er soll auch Beat Saber mit dir spielen. So, hä? Ja, der Multiplayer von Beat Saber ist echt gut. Es gibt gar keinen Multiplayer. Das war der Witz, es gibt gar keinen Multiplayer. Haha, aber es gibt einen Mod, bei dem man Multiplayern kann. Bei dem man nebeneinander schlägt und die Scores sind dann angezeigt. Oder nee, ich weiß nicht, was der Mod macht, ehrlich gesagt. Mein PC kann ja keine Mods abkriegen, also deswegen würde es ja bei mir crashen. Ach so. Deswegen kann ich ihn gar nicht benutzen. Nein. Ärgerlich. Und Ali, was sind so deine Träume und Ziele im Leben? Träume und Ziele im Leben ist, gegen Leute zu spielen in Laser League, die keine Bots sind und nicht quitten, wenn sie verlieren. Leute, spielt Laser League, bitte. Wir sind verzweifelt, bitte. Also war es dann aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann... wenn ihr irgendwelche Fragen an Olli habt, dann könnt ihr sie fragen. Er wird sie bestimmt mit Freuden beantworten. Und genau, ich würde sagen, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Oder drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Oder tut, was er da tut. Dann findet ihr eure innere Mitte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!